Tun müsste da sein. Es gibt wieder ordentlich Störer, habe ich gehört. Letztes Mal dichte Beschwerden gegeben. Sollte jemand im Chat der Meinung sein, dass er für gelbe Schein oder nett oder irgendwas Werbung hier machen muss, kriegt er eine Sperre, auch im Chat. Wenn da irgendwas auftaucht, auch von Bundesstaat Sachsen und solche Truppenteile, brauchen wir alle hier nicht. Na? Kann jeder mit zuhören, aber Störer wird man gerne rauskegeln. So, weil wie gesagt, ich habe die ganze Woche eine 100 Beschwerdemails gekriegt von Leuten, die sagen, wir rufen ja nicht mal an, wenn ihr die Helden der Nacht hier ständig stören, ja, dann müssen wir halt mal ein paar Beschwerden geben. Und es würde auch darauf hinauslaufen, dann irgendjemand mal bei YouTube mal zu melden, wenn das hier sollte stören. Ja, geht. Telefon ist an. Im Prinzip kann es losgehen. Ich suche mal noch eine schöne Datei raus, weil wir haben heute noch einen Hinweis gekriegt von jemandem, der was gefunden hat im Internet. Ich will jetzt nicht sagen, wer es ist, aber ich gucke mal ganz schnell auf meinen Stick hier. Und da habe ich ja die Sache Sendung. So, und ich poste es mal oben rein, damit er mitverfolgen kann. Erstmal hat jemand einen Brief an den Papst geschrieben. Ich stöße mal oben rein, tüdeln. Machen wir mal einen neuen auf hier. Gucken wir mal rein. Also, ich poste mal die URL in den Chat, damit ihr das auch habt. Mal sehen, ob es geht. Ja, kann ich jetzt aber nicht tun. Ich komme da nicht hin. Warum geht denn da nicht? Ah ja. So, das ist der erste. Hier brauchen wir noch einen anderen. Genau. Hat eine Theologin geschrieben. Solltet ihr euch unbedingt mal durchlesen. Es ist nicht ganz so einfach zu verstehen, aber es ist genial gemacht. Ich habe mich schon mal eingelesen, aber ich habe das noch nicht komplett durch. Übrigens auch hier die Rede von Papst Benedikt hier im Video drin. Guckt euch einfach mal an. Wir werden dann feststellen, dass es nicht... ich sage euch mal nicht. Lest euch mal durch. So, die erste. Die zweite Sache, die ich bekannt geben soll, ist ein Link an eine Seite, wo es eben um diesen ARD-Beitrag ging, wo es um die Reichsbürger ging. Ne? Also wir verstehen ja hier unter Reichsbürger Leute, die die Weimarer Republik zurückhaben wollen. Also sozusagen den Weltkrieg, den Ersten Weltkrieg nochmal auflegen und auch den Versailler Vertrag. Reichsbürger sind wir nicht. Wir sind, wenn dann, Staatsangehörige. Ne? Muss man auch den Behörden immer wieder sagen. Reichsbürger sind die, die nach dem 27.10.1918 irgendwo in der deutschen Geschichte rumkommen, wo man nicht richtig glücklich wird damit. So, das ist die Sendung. Guckt euch mal an. Ich tue nochmal den Link reinposten in den Chat. Nur erstmal für die Leute, die hier mitlesen. Und das. So, gut, guckt euch durch. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen machen. Dann hätte ich noch was anzubieten, und zwar ein Dummfang, der momentan rumgereicht wird. Das kommt von Freistaat Preußen, sind also auch Leute, die in der Weimarer Republik zu Hause sind und gerne Schwarz-Rot-Gold in die neue Zeit retten. Aber wissen ja, Schwarz-Rot-Gold ist die Flagge der Weimarer Republik und geht eben um diese ddbnewswordpress.com. Ist dieselbe Soße wie die Reichsteppenforum, ist auch hier sehr schön zu erkennen, das Symbol, das ist hier Freistaat Preußen, und was hängt da noch dahinter? Die kalten Gemeindegründung, das ist also alles kalte Gründung, was hier läuft, weil sie alle im Handelsrecht liegen, dann hinterher, also in Ubik auftauchen. Hier auch an dem Symbol ganz klar zu erkennen, Schwarz-Rot-Gold, hier geht es zurück in die Weimarer Republik, und auch hier das Datum zu beachten,
2099 ist das Ende der amerikanischen Ansprüche auf unsere Medienhoheit. So, also wenn ich das hier sehe, das Datum sehe und dann noch Deutschland, wobei Deutschangehörigkeit Deutschland gibt es nicht, weil Deutschland ist ein Begriff, der aus der Militärgesetzgebung kommt vom 31.12.1937. Da sind wir also lange im Versailler Vertrag. Und auch wenn hier Familienname, Vorname steht, es ist kein staatliches Logo drauf, ist also wieder mal eine Firmengeschichte. Ne? Hier brauchen wir nicht lange überlegen, kein staatliches Symbol drauf. Wir sind hier nicht im Staat, sondern wir sind hier bundesstaatdeutschland.de. Das ist also auch nur ein Dummfangverein. Wir brauchen hier diese verfassungsgebende Versammlung. Das ist also genauso Schwachsinn. Wir können keine verfassungsgebende Versammlung machen, weil zunächst erstmal ein Verweser das Kriegsende feststellen muss. Wir haben ja in der Anlage 2, wenn ich es noch richtig weiß, ich gucke noch mal rein, also wer das nicht kennt, bei kaiserrundfunk.com geht rein, na, dauert ein bisschen, Leute. Hier, Mediathek und dann Download. Na, viele fragen mal, wo die Formulare sind. Hier oben das A11-Abgabeformular, die Vorabversion, die werde ich am Wochenende updaten, da haben wir also schon wieder was fertig. Dann die Behördenbestätigung, also wenn das Amt euch anschreibt, sei es Hartz IV, irgendeine Verwaltungsangestellte, die immer ihre Anweisung hat, dann immer Behördenbestätigung schicken lassen, sollen das unterschreiben, ansonsten sind sie gewerblich unterwegs. So, dies dazu, was wollte ich noch sagen? Hier gibt keine Staatsangehörigkeit, also Landkreis Termin, hier diese PDF, sich mal angucken, gibt keine Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik. Ja, und ansonsten haben wir hier unten die Anlage A1 und A2 und dort seht ihr, glaube in der A2 ist es drin, diese Herleitung, warum wir, mal sehen, ob es aufgeht, ich guck mal. Ah ja, genau. Gehen wir es mal durch. 21 Thesen, da muss ich aber auch mal Telefon ausmachen. Gut, also, wenn eine Besatzung gibt, dann hier, wir sind ja beim ersten Absatz, ich markiere es mal hier. Also wenn es eine Besatzung gibt, also ich tue euch mal den Link nochmal reinposten ins Forum, damit ihr das habt. Na, das ist das hier. So. Also, nochmal zur Erklärung. Es gibt keine Besatzung ohne eine Fremdbestimmung. Also es gibt entweder eine Besatzung oder einen souveränen Staat. Also wenn der Besatzer bloß zum Kaffeetrinken kommt, ist es keine Besatzung. Die Regel, wann eine Besatzung ist, steht in der Haager Landkriegsordnung. Also das heißt, es wird Gewalt über die Hauptstadt ausgeübt. Es reicht, wenn die Hauptstadt besetzt ist, dass nach Völkerrecht der Staat besetzt, gibt es keinen eigentlichen Staat. Weil die Staatendefinition lautet Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsmacht und es darf keine Fremdbestimmung sein. Sobald eine Fremdbestimmung ist, sind die ersten drei Säulen auch nicht wirksam. Ja, bei uns ist eben Fremdbestimmung, also die Amerikaner maßen sich an, die Medienhoheit auszuüben, reden in die Politik rein, machen Gesetze am Bundestag vorbei, wie zum Beispiel Bundesbereinigungsgesetz, ziehen Besatzungskosten raus, ungefähr 1000, Seite 1000 im Bundesrechenschaftsbericht und Besatzungskosten gelistet, also immer ein Beweis, dass wir keinen Staat haben. Übrigens den Kassenbericht vom Bundestag kann man sich also runterladen. Ungefähr auf tausendsten Seite sind die Besatzungskosten, kann man jedem Beamten vorlegen, der uns erzählt, das ist ein souveräner Staat. So, wenn ohne ein Kriegsende gibt es auch kein Ende der Besatzung. Ne? Ist auch klar. Also solange der Krieg noch läuft und der Besatzer sich jetzt ja im Besatzungsgebiet aufnimmt, ist auch kein Ende der Fremdbestimmung. So, aus den Abhängigkeiten, ne? Ohne Kriegsende gibt es keine Souveränität. Ja? Wir haben also dann immer einen Einfluss vom Feind, weil man auf den Feind reagieren muss. Auch wenn es ein kalter Krieg ist, Krieg ist Krieg. So, und das Kriegsende kann erst erklärt werden, wenn ein direkter Vertreter des Königs von Preußen, also nach dem Tod des Kaisers, muss ein direkt gewählter Verweser, direkt vom Volk gewählter. Es geht also nicht um eine Vertreterversammlung, sondern es muss direkt vom Volk ein Verweser gewählt werden. Und der muss
das Kriegsende erklären und erst dann können Friedensverhandlungen durchgesetzt werden. Und die Bundesrepublik hat sich auf der Fahne geschrieben, keinen Frieden zu wollen. Also man kriegt zum Beispiel keinen eingetragenen Verein steuerlich gefordert, der irgendwas mit Friedenssicherung drin hat. Ne? Da weiß man also schon, wo die Bundesrepublik ihren Most holt. Ohne Verweserwahl gibt es auch keinen gesetzlichen Gesetzgeber, weil der gesetzliche Gesetzgeber kommt immer aus dem Staat. Er kann nie aus dem Feindstaat kommen. Also der Irrer kann für Iran keine Gesetze machen. Der Iran muss es selber machen. Ja? Das ist auch in Deutschland so. So, Punkt 6. Gibt es aber einen Verweser, dann ist der Bundestag eine verfassungsgebende Versammlung obsolet. Ja, der Bundestag ist die Versammlung der Feinstaatenvertretung auf dem Reichsgebiet, wenn man so will. Und die verfassungsgebende Versammlung ist auch eine notstandsrechtliche Geschichte, die aber weniger darf als ein Verweser, weil ein Verweser kann Gesetze ausfertigen, eine verfassungsgebende Versammlung in der Regel erstmal nicht, weil die nämlich erstmal vom Volk nochmal vorgelegt werden muss und so weiter. Verfassungsgebende Versammlung ist also nur Klotz am Bein. So, Selbstermächtigung des Bundestages, Abweichung von der Verweserwahl führen zu ungültigen Gesetzen. Ne? Wir haben also dann die Bundesgesetze und da habe ich also heute einen Anruf gekriegt, der Datenschutzbeauftragte, ich glaube, war es von Sachsen, hat erzählt, Landesrecht bricht Bundesrecht. Und wer schon mal Grundgesetz gelesen hat, weiß ja, dass das dort andersrum steht. Da muss man jetzt fragen, was ist denn nun hier los? Welches Landesrecht meinen Sie denn? Wenn man Bund und Länder der BRD meint, dann ist das Land der BRD eine Untergliederung der Bundesrepublik. Dann sind das natürlich keine wirklichen Länder. Und wenn wir von Landesgesetzgebung reden, dann sind wir im kaiserlichen Recht. Ja? So. Und dort, die gehen der Bundesrepublik vor, weil nämlich nach Artikel 25 gilt zunächst erstmal das Landesrecht, da ist das kaiserliche Recht gemeint und dann nach alle anderen. Und weil wir eben ein nicht handlungsfähiges Kaiserreich haben, haben wir eben die Willkür, weil eben die Feindstaaten, Verbündeten oder sagen wir Verschwörungen hier in den Staat reinregieren, uns erzählen, dass sie Richter sind, dass sie Beamte sind, irgendwelche Verfügungen erlassen, uns Geld stehlen, uns die Zeit und die Nerven rauben. Und letztlich aber dafür privat einstehen, aber es nicht können, weil die meisten nicht mal eine ordentliche Haftpflichtversicherung haben. So, das ist das, was wir haben. So, jetzt sind wir weiter. Genau, Punkt 9 ist eigentlich klar, brauche ich nur erklären. Artikel 29 Absatz 8 Grundgesetz regelt, dass es keine Zwangseingemeindung gibt und keine Veränderung der Zuständigkeit des Bundes, also auch keine GEZ in Mitteldeutschland, wenn es keine Abstimmung nach Artikel 29.8 gibt, also die Ausweitung des Bundes, egal ob es eine Wiedervereinigung ist, erfordert zwingend ein Volksentscheid. Deswegen kann man auch die DDR nicht abwickeln, weil die DDR-Verfassung der Bundestag nicht außer Kraft setzen darf. Und die Volkskammer hat es nicht gemacht, die haben einfach nur eine Wiedervereinigung gemacht, weil das Staatsfragment am 18.7. ja schon gar nicht mehr da war. Wir haben ja ab 18.7. nur die Handelskonstrukte, also sozusagen Vereine, die sich genauso genannt haben wie das Staatsfragment, um die Leute zu täuschen. Täuschung im Rechtsverkehr macht jeden Vertrag nichtig, also auch einen Einigungsvertrag. Ja, gibt es also nicht. So, ohne gültigen Staatsangehörigkeitsausweis gibt es auch keinen gültigen Pass, denn im Pass steht die Staatsangehörigkeit drin. Und da es keine gültigen Staatsangehörigkeitsausweise gibt, auch der gelbe Schein kein Staatsangehörigkeitsausweis ist, also nicht das ist, was er vorgibt, es steht auch keine Staatsangehörigkeit wirklich drin, von welchem Staat auch immer. Ne? Wir haben ja gesehen, oben dem Min steht da drin, die Bundesrepublik hat keine Staatsangehörigkeit. Die Bundesrepublik macht nur Vermutungen über Staatsangehörigkeiten. Ja, vermuten kann man viel, wenn der Tag lang ist, aber es ist eben keine ordentliche Staatsangehörigkeit. Staatsangehörigkeit darf eine Wahlkommission auch nur die Rechtsstellung machen, das habe ich auch x-mal erklärt. Ne? Also wenn eine Wahlkommission mit einem Referendum gründet, also müsst jeden in dem Gebiet einladen, der am Tag des Verfassungsnotstandes wahlberechtigt war oder Nachrichtstag Deutscher ist. So, jeden, dürft keinen vergessen, sonst war dann Festung. So, dann wird abgestimmt, so, dass die Siegel benutzt werden dürfen, um die Siegelrechte zu kommen. Es müssen zwingend die Siegel vom 27.10.1918 sein. Wenn ihr keins findet für eure Gemeinde, müsst ihr das Bundesstaatensiegel nehmen, dürft aber dann keine regionalen Gesetze machen. Regionale Gesetze gehen nur, wenn für das Siegelgebiet ein Referendum gemacht wird. Also wenn ihr zwei Wahlgänge habt, eins für das Bundesstaatensiegel und eins für das Lokale. Überall dort, wo es lokale Siegel gegeben hat, die können eigene Verweser wählen und die können auch vorab, bevor der ganze
andere Bereich aktiviert ist, eine Gemeinde aktivieren. Ja, das wollen wir also hier in der Nähe von Chemnitz demnächst durchziehen und alle einladen zum Referendum, damit uns nicht die Bodenrechte verloren gehen. Es wird also in den nächsten Wochen und Monaten losgehen. Und wir machen das nicht mit kalter Gründung, sondern so wie es völkerrechtlich gelaufen ist bei der Krim. Ordentliches Referendum und dann aus die Maus. Wenn es keine gültigen Einbürgerungen gegeben hat, kann es auch keine gültigen Wahlberechtigungen gegeben haben. Also die BRD nun mal niemand einbürgern kann, in welchem Staat auch immer. In der Firma kann man niemanden einbürgern, man kann ihn nur zu Personal machen, deswegen gibt es Personalausweise. Aber wenn ich Wahlen veranstalte, ohne dass die Leute die Ausweise vorzeigen müssen, na, dann kann ich die Wahl gleich in die Tonne kloppen. Wir haben den Fall gehabt jetzt erst vor kurzem in Ranis. Da war die ODZ mit einem Reporter vor Ort, der hat direkt an der Tür vom Wahllokal die Leute interviewt. So, ich habe gesagt, da war das Zeuge. Ne? Da aber keiner in Ranis eine Wahlanfechtung auf den Weg bringen will, ist mir es dann eigentlich auch egal. Ich kann nur als Zeuge auftreten, falls jemand macht, weil am Eingang von dem Wahllokal darf man keine Interviews führen. Solange wie die Wahlhandlung läuft, geht einfach nicht. Dann hat es Leute haben auf der Wahlurne vorne ihre Kreuzeln gemacht, also nicht in die Kabine gegangen, sondern vorne angekreuzt. Die nächsten sind mit einem offenen Zettel dort rausgelaufen. Also ich war ja von früh bis abend dort, habe mir alles aufgeschrieben, also Wahlfehler ohne Ende, aber wie gesagt, es ist nicht mein Wahlbezirk, also kann ich da auch nichts machen. Ich kann es nur dokumentieren und mehr kann ich erstmal nicht tun. So, ohne gültigen Wahlen gibt es auch aus einem weiteren Grund keinen gesetzlichen Gesetzgeber. Ist eigentlich auch klar, brauchen wir nicht lange erklären. Und ohne gültigen Gesetzgeber keine gültigen Gesetze. Also gelten die Gesetze, die noch ordentlich ausgefertigt worden sind. Ordentlich ausgefertigt ist alles das, was der Kaiser auf den Weg gebracht hat. Oder einer, der direkt von ihm beauftragt war. Und das gab dann nach dem 27.10.1918 niemand mehr. So. Auch Max von Baden war kein ordentlich eingesetzter Verweser. So, haben wir noch was? Genau. Und keine Heimat im Sinne des Friedensvertrags. Also die Sowjetunion ist verpflichtet, jeden in die Heimat zu entlassen. Wir müssen es bloß mal ordentlich sagen. Und wenn ich mit Schwarz-Rot-Gold zur Demo gehe, sage ich damit, wir wollen alles so lassen, wie es ist. Ansonsten müsste ich die Bundesstaatenflagge nehmen. Und die kennt ihr ja nur inzwischen. Die habe ich ja nur schon fast jede dritte Sendung hochgehalten. Guckt doch mal. Die Bundesstaatenflagge, die am 27.10.1918 gültig war, gibt es 26 Stück. So, und die wäre für die Demo die richtige, weil damit sagt man, man will dann Staat zurück. So, und mit Schwarz-Rot-Gold und irgendwelchen komischen Einpflanzen da kommen wir ja insgesamt da voran. Ja? Das ist also nur Handelsrecht. Und die Leute, die das betreiben, die machen neurolinguistische Programmierung. Das ist nichts anderes als Gehirnwäsche. Mit solchen Leuten will ich absolut nicht in einem Satz genannt werden. Also sowas kommt nicht in die Tüte. Wir sind eine Bürgerrechtsbewegung und dort treffen wir uns zu den Stammtischen. Dort kommt jeder zu Wort, kann jeder Fragen stellen und nach dem Abschalten des Mikrofons könnt ihr auch noch Fragen stellen, die man sonst nirgends stellen kann. Auch die werden wir irgendeine Antwort finden. So läuft das bei jedem Stammtisch. Der nächste Stammtisch ist am Sonnabend, diesen Sonnabend. 11 Uhr in Ebern. Wer kommen will, kann kommen. Werden wir uns über die fortgeschrittenen Organisationen Gründung der Wahlkommission befassen, im weitesten Sinne. Ja, also wer da mit dran teilnehmen will, kann das gerne machen. Müsste sich dann anmelden, kann eine Einladung zugeschickt kriegen, müsst ihr mich einfach mal anschreiben. So, gut, dann binde ich das Ding mal zu. Die Beiträge guckt ihr euch am besten mal selber an. Wie gesagt, hier geht's in den warmen Blick zurück und die Wiederholung und verfassungsgebende Sammlung und Dekrete. Wenn ich schon Dekret höre, denke ich an Lenin. Also hier sind Logen am Werk oder irgendwelche Verfassungsschützer. Finger weg von der Geschichte her. So, geht. Na? Hätten wir das. So, dann machen wir mal das Telefon an und dann geht's los. Gibt es einen Störer? Schreibt mir das mal in den Chat, dann kegeln wir den raus. Schreibt es einfach rein. Ich lese mal noch mit, jetzt ein paar Minuten. Ton ist scharf. Ich gucke nochmal zurück. Ja, auch EU-Recht spricht auch kein Landesrecht. Na, funktioniert nicht.
Das ist hier kalte Gründung mit großer Wahrscheinlichkeit. Wir können es ja gerne mal machen. Wer es nicht glaubt, zeigt mir es halt gleich. Ah, immer doch nett hier. Also, mal gucken. WordPress. Und komm, gucken wir mal rein, was das für ein ist. Ich gehe erstmal die Webseite, ne? Kleinen Moment mal noch. Geht. Kein statisches Logo, brauchst nicht lange überlegen, ja, bei der Geschichte. Allgemeines. Ja, historischer Rückblick, ich denke mal, da klemmt es schon. Also Gemeindebelebung. Noch mal gucken. Ja. So, das wird nichts hier, ne? Ja, Kaiserreich 1914, ja. Ja, also hier. UCC, TTIP, deutsches Recht, staatliches Recht. Oh, das sieht ganz gut aus. Also, im ersten Blick ist ein, aber die Fahne kommt komisch vor. Das ist nicht das Wappen von Preußen, ja. Das ist wieder was Falsches. Eigenes Grundstück, ja, das sieht gar nicht mal schlecht aus, aber ich denke mal. Ja, sieht gut aus. Also ich würde mal sagen, die Seite gucken wir uns nächste Woche an. Ich tue die mal genau machen. Also sieht erstmal gut aus. Das erste Mal. Geht. Naja, gut. Also ich habe mir selber noch was vorbereitet. Ich tue es mal zeigen. Das ist das Portal, was wir in Zukunft nutzen. Da steht jetzt nur in kürzer Internetpräsenz. Aber hier ist dann die Webseite demnächst. www.verweserwahl.com. Registriert ist es schon, aber noch nicht alles eingestellt. Na? Geht. So, machen wir los. Jetzt lasse ich erstmal den Zuhörer rein. Sei mir gegrüßt. Hallo? Ja, hallo Uwe, hier ist der Frank. Sei gegrüßt. Ja, Grüße. Eine Frage. Ich war heute zum zweiten Mal in der Meldestelle bei uns, habe mir nochmal die Vollauskunft ausdrucken lassen. Ich hatte mir die erste ausdrucken lassen, bevor ich den Reisepass abgeholt habe. Also, oder beantragt habe. Jetzt habe ich den neuen Reisepass und habe mir nochmal einen abgeholt, dass da auch ordentlich eingetragen ist, zur Sicherheit. Und habe einfach mal nach dem Status gefragt bei der Meldestelle, bei der Bearbeiterin, was es mit dem Status auf sich hat. Die Frau hat mir gesagt, das ist nur die Geschichte, dass ich halt in der Stadt gemeldet bin, sonst hat es keine Bewandtnis. Ja. Was sagst du dazu? Ja, da müsst du das mal schriftlich. Lass dir das mal schriftlich geben, dass dieses Personalstatus dich nicht zum Personal macht. Und dann wäre die Frage, was macht dich zum Personal? Also die 10 Fragen dem Amt mal schriftlich stellen und sie sollen mal schriftlich antworten. Ja? Ja, so hatte ich mir das auch schon. Also die hat das echt so gesagt, nur diese Bewandtnis hat es. Also wenn ich gestorben bin, steht das auf inaktiv und nicht mehr gemeldet, so ungefähr. Naja, dann ist die Frage, warum nennen Sie es nicht Personenstatus? Ne? Nee, es ist eigentlich Personen ist Handelsrecht. Ah, ich Also denke hier mal, ich in denke dem mal, die. Formular oder in dem Blatt, was ich bekomme, steht nur Status aktiv, also kein Personenstatus oder irgendwas anderes, nur Status. Ja, aber du brauchst eine Bestätigung, dass du kein Personal bist. Sie sollen dir das bestätigen. Kein Personal der Bundesrepublik. Das müssen Sie ja hinkriegen. Wenn das so ist, wenn das so ist, wie Sie sagen, dass es also der Status dich nicht zum Personal macht, dann lass es dort bestätigen, dass du kein Personal bist. Bin ich ja gespannt, was Sie da antworten. Genau. Sie sollen ja bestätigen, dass du kein Personal der Bundesrepublik bist. Kriegst du es hin? Ja. Gut. Alles klar. Ich könnte heute nicht rumfahren. Wir Danke haben dir. ich habe eine Das Sendung und dann. war's eigentlich. Ich danke dir Abstand, für ja. für die Info. Alles klar. Wir wollen am Wochenende mal sehen, dass wir noch ein bisschen was mit der A12 fertig kriegen.
Ich frage. Ja, das, genau, das wollte ich fragen. Ich wollte eigentlich die ab 12 abgeben. Ach doch, mir fällt noch was ein. Bei der A11 und auch bei der A12 ist mir aufgefallen, da steht immer, der Antragsteller fordert. Ist das nicht ein bisschen ungeschickt ausgedrückt? Ja, haben mich auch schon viele an, aber wenn du gleich mit fordern kommst, weißt du ja, wie das ist beim Amt. Für und wieder. Also dafür spricht, dass du höflich bist und dass du das beantragst. Und wenn das Amt das ablehnt, hast du die Möglichkeit zu klagen. Wenn du die Sache schon falsch loslaufen lässt, indem du irgendwelche Forderungen aufmachst, dann kommen die hier mit Erpressung und hauen dir Bußgeld rein. Weißt du? Ja. Wenn du einen Antrag stellst, können die dir nicht mit dem Bußgeldverfahren ankommen. Da können die nur sagen, ihr habt eure Arbeit zu machen und ich will das so haben, dass ich hier kein Personal bin und dass ich hier in einer Nichtregierungsorganisation lande. Das ist das, was du von denen bestätigt haben willst. Dass die souverän sind, souveräner Staat, und genau in dem Moment fallen sie alle auf den Rücken, wie die Toten fliegen. Weil es, wie gesagt, alles nur zusammengestohlen ist, was hier an Behörden und an Scheinbeamten ist. Das ist alles nur Besatzungsrecht, nichts Staatliches. Also ich habe noch keine staatliche Institution gesehen, außer der Gemeindeschwester oder der Feuerwehr oder Nahverkehr. Der ist aber auch alles schon im Handelsrecht. Die Insche, die Reichsbahn der DDR könnte noch was Staatliches sein. Weil die haben ja ihren Status nicht geändert. Die haben ja nur einen Betreiber. Ja, aber wie gesagt, kompliziert. Ja, gut. Also müssen wir nochmal gucken. Die Variante von der Forderung. Also, ja, müssen wir nochmal überlegen. Können wir ja dann morgen mal telefonieren. Ich bin morgen gern da telefonisch erreichbar. Ne? Unter der bekannten Nummer. Ja. Alles okay. Klar. Danke dir. Danke dann. Tschüss. Abend und ja, klar. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, wie gesagt, ich habe heute mal ein bisschen eher anfangen wollen, hatte ich noch vergessen zu erklären, aber Windows war der Meinung, sie müssen erstmal 6000 Updates einspielen und dadurch kam der Rechner natürlich nicht hoch. Gestartet bin ich pünktlich, aber wie gesagt, wenn ich kein Login machen kann, funktioniert es nicht. So, trotzdem müsste ich heute pünktlich enden, weil wir heute noch eine Fahrt haben. Wir wollen ja dann auch mit den ganzen Folien weiterkommen. kaiserrundfunk.com, hallo? Live-Sendung? Hallo. Ja, bist da drauf. Bist schon drauf. Und zwar, es geht immer noch bei mir um Volkskunde. Ich hatte ein Gespräch mit meinem Bürgermeister, wieder mal. Die erste Frage, was ich ihm gestellt habe, ist mit dem grünen Reisepass. Ob man den beantragen kann bei ihm. Ja. Also kein Problem. Dauert halt ein bisschen länger, weil den muss er selber auch beantragen. Habe ich noch nachgefragt, tatsächlich der grüne, ich will nicht den roten. Ja. Aber der kostet mehr, sagt er. Meine Information ist, der ist billiger. Aber künftig gefragt, hat er gleich gesagt, das gibt's, dauert halt länger, kann ich haben. Also man kann ruhig auch mal versuchen, den grünen sich zu holen, statt den roten. Ja. Dann habe ich hier den Blecher, heißt der Mann, bei mir in Ulm. Das ist die rechte Hand von unserem Landrat. Ja. Den habe ich mit eingeschaltet, von wegen, hier guck mal, was deine Behörden machen, da läuft nichts. Ja. Jetzt habe ich eine E-Mail bekommen von dem, die haben dir was gegeben, das muss dir reichen. Jetzt war ich halt mal so frech und habe eine Fachaufsichtsbeschwerde, keine Dienstaufsichtsbeschwerde, ja, gegen den losgelassen, weil dann muss es eine Etage höher, das wäre dann der Landrat und der muss sich dann darum kümmern. Ja. Und mit so einer Fachaufsichtsbeschwerde sind die nicht ganz einverstanden, dass man das macht. Das mögen sie gerade nicht so. Mhm. Und das Lustige ist, bei mir in Baden-Württemberg ist es so, da steht gar nichts von Status. Ich bekomme kein Statuspersonal, sonst irgendwas. Bei keiner Meldeauskunft, bei keiner erweiterten Meldeauskunft. Sie sagen einfach, das gibt's nicht, das steht da nicht. Jetzt habe ich irgendwo gesehen, ich glaube im Personalausweisgesetz war es, aber bin mir nicht ganz sicher, dass es diese Auskunft doch irgendwo geben soll. Das ist jetzt so mein aktuellster Stand der Dinge. Ja, also wichtig ist ja uns nur, wer hat uns die Staatsangehörigkeit Deutsch eingeschenkt? Nichts anderes interessiert uns. Wir wollen den Vollhafter dafür, wer in die Staatsangehörigkeit Deutsch verbrochen hat. Nur das ist derjenige, der die GEZ zu bezahlen hat und den ganzen Bußgeld misst und die ganzen Gerichtsverfahren. Also das ist derjenige, der für die Folgen einstehen muss. Arme Sau, kann ich nur sagen. Aber den wollen wir haben. Weil wir haben die Bundesstaaten. Ja. Will ich. Ich kämpfe. Dann habe ich mir auch hier den Eintrag gezeigt bei dem Register, dass die meine Gemeinde eingetragen ist. Sagt er, nö, kenne ich nichts. Da zahle ich keine Rechnung, das weiß ich nicht. Also der Bürgermeister selbst hat gar nicht mal gewusst, dass er davon eingetragen ist. Da steht bei mir auch
Frage. Also ich bin hier schwer dabei, dass es weiterhin funktioniert. Ja, aber wie man sie richtig festnageln kann, weil die ja einem die Vollauskunft einfach verweigern und dass der Landesdatenschutzbeauftragte, dachte ich immer, der wäre auf unserer Seite, ist er überhaupt nicht. Mit den Jungs da, die geben einem auch nur eigentlich Fehl- und Falschauskünfte. Also, das Problem ist, an die blöden Daten voll aufs Konstant zu kommen. Dann die nächste Frage, was ich noch habe. Letztes Mal hast du gesagt, was mit EU? Ich will nicht in der EU sein. Wann läuft denn das aus? Ja, also die haben 2006 irgendwann im Staatsangehörigkeitsgesetz rumgemalt. Ne? Also Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik. Also hat man noch nie gesehen, wie Einhorn. So. Und haben eine 10-Jahres-Frist ausgesetzt, wonach man erklären muss, dass man nicht EU-Bürger werden will, weil sonst würde man automatisch EU-Bürger werden. So, also da reicht ein Form. Ja, da, deswegen haben wir das ja oben reingeschrieben. Ich habe aber den Eindruck, dass es vielleicht noch einmal extra schreiben sein soll, dass sie noch mal ganz explizit bestätigen, dass sie zur Kenntnis genommen haben, dass man kein EU-Bürger werden will. Das müsste man vielleicht noch einmal extra machen. Extra schreiben, Anlage, mal gucken. Werde ich am Wochenende mal gucken, dass ich sowas noch hinbasteln kann. Es geht es ansonsten verloren. Die Gemeinde soll das bestätigen, dass man den Willen geäußert hat. Man will die Bundesstaatenangehörigkeit behalten, die man von Geburt an erworben hat. Und keine andere annehmen. So, das ist eine Willenserklärung. Und was anderes hast du nie geäußert. Und ansonsten ist ein Verwaltungsakt bloßgelaufen, den du nicht bestellt hast, und nicht bestelltes Zeug kann man zurückschicken. So. Naja, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Ich bin ja sowieso schon Reichsbürger hier und alles. Ja, naja, eben, und immer dann, wenn die mit Es fehlt nicht mehr viel, ja. Dann schmeißen sie mich auch raus, dann kriege ich auch Hausverbot. Ja, das geht nicht so einfach. Also zunächst erstmal, wenn sie dir mit wenn sie dir mit Reichsbürger um die Ecke kommen, sagst du, sie entschuldigen sich bitte ja schriftlich. Schriftlich. Ja, das hab ich schon gemacht, aber noch nicht mit Entschuldigung. Ich habe erstmal widersprochen. Die sollen eine Entschuldigung schreiben, weil es ist eine Beleidigung. Ich bin das nicht. Ich habe keinen Pass, kein gar nichts. Ja, nee. Und, ist, ja, der hat sich nicht, nicht drauf einlassen. Der Bürgermeister bei mir, weil das hat der Bürgermeister zu mir gesagt. Ja, also ich habe mir auch die Akte von mir zeigen lassen. Nein, es steht nichts drin mit Reichsbürger jetzt. Jetzt, wohlgemerkt. Der andere, ich lese gerade, der Grüne ist nur ein Jahr gültig. Ja, ja, das ist so. Vorläufig steht da drin. Vorläufig kann sehr, sehr lange sein, wie lange der gültig ist. Dann andere Frage, EU-Recht spricht Landesrecht. Das habe ich jetzt von einem Richter. Ja. Weil ich da hier dagegen will. Was ist überhaupt? Ja, ja, welches? Ja, alles EU-Recht, ja. Deswegen müssen wir machen, was die wollen. Ah. Und weil du vorhin warst ja mit Landesrecht. Ja, das hat also jetzt damit zu EU Landesrecht. Na, nee, also das ist nicht so. Also es ist so, dass die EU ist ja nichts anderes als eine Bank. Also eine Bank hat ein Parlament und die schicken sich an, sozusagen hier drüber zu bestimmen, weil sie im Prinzip der Aufsichtsrat der EZB sind. Was anderes ist es nicht. Das ist die EU. So, und die EU, die macht irgendwelche Gesetze, also Bananenordnung oder Gurkenordnung, was sie da am Anfang so verbrochen haben. Jetzt gibt es noch eine Klodeckelverordnung und Energiesparlampen und Lampenverordnung und lasischen Pfeffer. Und die machen solche Empfehlungen, sind dicke Bücher und verstecken in der Seite 1000 irgendeine Schweinerei, um die Nationalstaatlichkeit auszuhebeln. So, die Bundestagsabgeordneten oder Europaparlamentsabgeordneten lesen das einfach, ne? Sondern die heben die Hände und dann hast du genau die Regelung drinne und dann streichen sie irgendwann die ganze Verpackung ringsherum weg und schon haben sie dein Bürgerrecht beschnitten. Das ist das, was die EU macht. So, und mit so einem Schlammloch will man doch normalerweise nichts zu tun haben. So. Und jetzt ist die Frage, wie greift das Gesetz? Naja, die EU macht dieses EU-Gesetz und dann wird es im Bundestag vorgelegt und die formen das dann wieder in ein nationales Gesetz und erklären uns dann, dass die EU über der Nationalstaatlichkeit steht. Und das ist totaler Käse. Auch vor allen Dingen eben auch Landesrecht kann es nicht brechen, weil das Landesrecht ist nun mal juristisch feststehender Begriff, da ist das Kaiserreich gemeint. So. Dass die Bundesländer nennen, ist genauso wieder eine Täuschung, weil die Leute glauben, sie sind im Land angekommen. Nee, sie sind in der Handelsorganisation angekommen, die sich genauso nennt wie das Land, um die Leute zu täuschen. Man braucht ja nur mal bei den ganzen Freistaaten in die Verfassung reingucken und dort sieht man überall, dass da die Weimarer Verfassung drin hängt. Und die Weimarer Verfassung ist ein ganz klares Indiz, dass man in einem feinstaatlichen Konstrukt ist. Also nicht staatlich. Sobald die Weimarer Verfassung auch nur zitiert wird oder draus geschöpft wird, ist es nicht staatlich. Weil, wie gesagt, der Kaiser hat die Feinstaaterei nicht bestellt.
Damit richtig, habe ich mir auch gedacht, dass das kommt, ja. Ja, weil man muss es immer wieder sagen, man muss ganz genau gucken. Also das ist, gibt ja das schöne Bild, ich habe es jetzt gerade nicht da, ja, mit den Töbel, ne? Müssen wir mal gucken, bei mir auf der Homepage, gehst du mal auf Facebook. Also wie gesagt, die sehen täuschend ähnlich, das eine ist aber das, die Geschichte wahrer Blick, das andere ist staatlich und irgendwas ist dann so eine Verwirrung. Der gelbe Schein ist eigentlich das typische Ding. Du hast oben das Logo der wahrer Blick, also Handelsorganisation, Sklavenhalterrecht, Piraterie, was auch immer, das ist der Bund, der sogenannte Bundesadler oder der Adler der Weimarer Blick, ne? So, der Bundesadler hat ja sieben oder fünf Federn, der hat sechs Federn, ist aber nicht das staatliche Symbol. Das staatliche Symbol ist der Kaiseradler, beziehungsweise eben, ja, nee, eigentlich nicht. Das sind die Flaggen der Bundesstaaten, die zum Kaiser, denn die haben die Staatsangehörigkeit angegeben. Du konntest ja zu Kaiserszeiten nicht die Staatsangehörigkeit vom Reich erwerben, das ging nicht. Der Hitler hat das versucht, aber der hat es nicht gedurft, weil er kein gültiges Ermächtigungsgesetz zustande gekriegt hat. So, ja, hätte er nochmal wählen lassen und hätte er sich zum Verweser wählen lassen, hätte er es gedurft, hätte er die Staatsangehörigkeit neu regeln können. Aber so ist es nicht. Ja. Und vor allem in Mitteldeutschland haben wir die rechten Erfolge nicht angetreten. Drüben im Wessiland wird denen erzählt, dass es so wäre, aber ich glaube auch da nicht dran, weil das staatliche Recht hat am 27.10.1918 geendet und danach war nur noch Butsch. So, da hat die City of London oder der Vatikan reinregiert und das brauchen wir alles nicht. Also hier in Wessiland habe ich schon mal das erste Problem mit meiner Ahnennachfolge. Ich habe das hier nach Berlin geschickt. Das hört auf bei meinem Opa. Danach kriege ich keine Informationen mehr. Weil anscheinend nichts mehr da ist. So, das ist, glaube ich, natürlich nicht, aber da werde ich wohl direkt hinfahren müssen, da wo sie mal gelebt haben. Und dort ein bisschen nachforschen. Was mich jetzt nochmal betrifft, also ich will jetzt dann, da das mit dem Datenvollauskunft nicht so hinhaut, weil, wie gesagt, ich habe keinen Personalstatus bei mir in der Anzeige, da steht gar nichts in der Richtung in Baden-Württemberg. Wenn ich jetzt den R11 abgebe, kann ich aber ja gar nicht kontrollieren, ob die mich da rausgetragen haben. Naja, du müsstest im Prinzip wieder eine Datenvollauskunft machen und müsstest dann nachfragen, ob du immer noch Personal bist. Und die müssten dann sagen, nee, jetzt sind sie im Bundesstaat angekommen. Und solange die das nicht gemacht haben, bist du nicht wirklich da. Ja? Also die müssen mir dann eigentlich schriftlich bestätigen, schriftlich, ich muss darauf sagen, hey, ich will schriftlich jetzt von euch haben, dass ich im Bundesstaat angekommen bin. Richtig. Und mir das auch eintragen lassen, ja? Dass so ich ist jetzt es, hier genau. Königreich Württemberg bin. Ja, und solange das nicht der Fall ist, wie gesagt, ist es eben nicht, bist du noch nicht in der Heimat. Du hast aber eben das Recht, in der Heimat anzukommen. Wie ist denn das eigentlich? Du hast mal gesagt, jede Gemeinde wird von der Software anders getaktet. Anscheinend kann der Bürgermeister da nicht reinschreiben. Ich habe ihn ein paar Mal drauf angesprochen. Er sagt, nein, da kann ich nichts machen. Weil du gemeint hast, der kann das da doch irgendwie ändern. Kann ich jetzt nicht sagen, Moment mal, gleiches Recht für alle, wenn es bei denen da oben drin steht in Mitteldeutschland, warum steht es nicht bei mir hier drin? Was soll denn das? Naja, da hast du wieder das Problem, dass die Bundesländer versuchen, so ein kaiserliches Bundesland nachzuahmen, was angeblich mehr Rechte hätte als der Bund. Aber es wird nie was. Also aus dem Trabi wird nun mal kein Mercedes, das ist nun mal so. Der Weimarer Blick guckt an jeder Ecke raus, auch in der DDR, ist ganz deutlich die Spuren der Weimarer Blick zu sehen. Aber eben nur bis 1933. So. Denn Schwarz-Rot-Gold ist auch in der DDR-Fahne drin gewesen, der Ehrenkranz ist ein freimaurerisches Symbol, der Hammer ist ein freimaurerisches Symbol und der Zirkel erst recht. Hammer, Zirkel, Ehrenkranz. Wenn es funktioniert hat, dass ihr dann selbstständig seid, was ja in naher Zukunft sein wird, dann kann man euch ja hier als Referentgemeinde sagen, lieber Bürgermeister, guck mal dahin, was da abgeht. Weil ich habe es mit der Gemeinde Rettenbach probiert, aber die sind wohl nicht so gut als Vorzeigeobjekt. Ja, ich habe jetzt auch Negativmeldungen aus Monheim, wonach dann dort ja größere Flüchtlingsheime geplant sind. Also, ja, ich halte nicht. Ich sag mal, ich finde die Idee, die dort gemacht haben, nicht schlecht mit Gewerbesteuersenkung, aber es ist wieder eine Halbheit. Wenn man da wirklich eine richtige Gründung machen wollte, wie wir es also wirklich vorhaben, hätte man die Möglichkeit, wirklich mal richtig was zu reißen. Ja, auch
vom wirtschaftlichen Vorankommen. Ja, aber die Gemeindesteuersätze, der Gemeinderatsfest hat er mir hier erklärt. Ja, Gemeinderat. Und die können wir so machen, wie wir wollen. Und wenn wir auch eine Steueroase sein wollen, können wir das auch machen. Machen wir aber nicht. Hat er mir extra erklärt. Ja, okay. Dass meine Fragen sind beantwortet. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass es klappt mit Chemnitz, dass ich hier endlich mal hab. Da, guck mal dorthin. Dort geht's auch. Ich will das auch hier haben. Also wir haben hier ein Siegel. Wir haben ein Siegelgebiet ausgemacht, das ist ziemlich sicher, das geht weiter zurück als Chemnitz selbst und dort setzen wir an. Ja, aber das ist ja eigentlich, macht ihr einen Frühschuss, oder? Ihr macht, bevor man das bundesweit machen kann, macht ihr das mal dort bei euch in der Ecke. Ich habe da ein bisschen Befürchtung. Wir haben das fest vor, also wir werden auf jeden Fall... So von höherer Seite ein Riegel davor geschoben wird. Ja. Ich denke mal, es klappt bei uns in Hartmannsdorf, weil Hartmannsdorf hat eine Zwangseingemeindung hinter sich und dort ist ein großes Einkaufszentrum. Wenn du der A4 reinfährst, ist ja dort, ich glaube, Abfahrt, was ist denn das gleich? Chemnitz Mitte oder so? Also dort, wo du auf der Leipziger Straße auffährst, Chemnitz Center. Dieses große Ding gehört zu Röhrsdorf, ne? Weil das auf den ihren Baugrund gemacht hat. Und da ja dort ordentlich Gewerbesteuer zu holen ist, hat sich Chemnitz gesagt, da holen wir uns das Röhrsdorf. Und die Zwangseingemeinden haben natürlich nur ein Scheinurteil gemacht, weil das Urteil ist nicht unterschrieben. Das ist ja normal. So, also gilt's nicht. Die Hartmannsdorfer klagen noch, dass sie zu Chemnitz gehören und lassen sich im Prinzip das lukrative Gewerbeobjekt stehlen. So, wenn man das den Leuten erklärt, passt mal auf, guckt mal in Artikel 29 Absatz 8, was da drin steht, habt ihr denn überhaupt einen Volksentscheid gemacht? Wie ist denn der ausgegangen? So, und wenn der abgelehnt worden ist, muss diese Zwangseingemeindung rückabgewickelt werden, weil das Urteil vom gesetzlichen Richter kommen muss. Und wenn das nicht da ist, Richter einer NGO darf es nicht. Ja, der darf nicht in die Gemeinde reinregieren. Na gut, ich drücke die Daumen weiter. Ja, wir müssen einfach das Referendum machen und dann uns auf das Recht zurückziehen. Anders geht's nicht. Ne? Ja, gut. Ja, es ist schwierig. Also man hat ja 100 Jahre lang uns erzählt, dass die Weimarer Blick was ganz Tolles ist. Wenn man sich die Wirtschaftsdaten aus dieser Zeit anguckt, war nur Hunger und Elend da. Und ich habe gehört, dass die Heimkehrer vom Ersten Weltkrieg, der dort in der Schlacht war, dass man denen erzählt hat, der Feind hat euch nicht überwunden. Da muss ich fragen, wer kann es denn noch sein? Also es war die SPD und die haben ja im Prinzip dort den Verrat gemacht. Ja, hallo, kaiserrundfunk.com. Ja, hallo Uwe, ich rufe hier aus Württemberg an. Jo, grüße. Vorgänger. Und zwar habe ich auch noch zwei Fragen. Und zwar zum einen, ich habe die RF abgeschickt, Landratsamt Mauer, seit 2 Monaten. Mhm. Haben allerdings eine Bestätigung geschickt, dass sie den Brief erhalten haben. Ja. Was kann man noch tun? Fachaufsichtsbeschwerde, Dienstaufsichtsbeschwerde? Ja, also der Begriff Fachaufsichtsbeschwerde höre ich auch zum ersten Mal, weil wahrscheinlich irgendeine Verwaltungsordnung, keine Ahnung. Also sie ist aber wahrscheinlich nicht landeseinheitlich. Aber ich kann noch mal nachlesen, ob es in Sachsen auch sowas gibt. Ich glaube aber nicht, dass wir da wirklich weiterkommen. Entscheidend ist einfach die Bestätigung, wer hat die Staatsangehörigkeit Deutsch dort reingeschrieben? Wer war das? Name, Anschrift, damit man dort einen Haftbefehl hinschicken kann. Weil das geht nicht. Staatsangehörigkeiten darf nur der Verweser ändern. Niemand sonst. Nicht mal der Besatzer darf das. Ja, die haben die RLs entgegengenommen und haben mir das auch bestätigt und sagen jetzt aber, aufgrund des großen Aufkommens können wir das leider nicht bearbeiten. Ja, ist eine geile Ausrede. Na gut, also wir werden es am Wochenende nochmal die RLs nochmal ordentlich Maß nehmen und dann gucken wir mal, ob wir am Sonntag ein verbessertes Exemplar rausbringen. Und dann schickt er das nochmal nach. Ich das auch noch persönlich abgeben. Ja, ich habe es auf gefaxt, also faxen, ihn da vergehen lassen und am nächsten dahin und das Papierstück auf dem Tisch liegen, was im Original unterschrieben sein muss. Ne? Und dann noch mit der Abgabe. Ich habe einen Presseausweis besorgt, also einen offiziellen Presseausweis. Vielleicht kannst du da noch weiter zusagen, was da die Vorteile sind. Das ist folgendes: Wenn du eine bestimmte Sache eine Auskunft willst, müssen sie der Presse was sagen. Na, wenn das nicht, sagen wir mal, Intimitäten irgendeiner Familie betrifft, aber zu allen Sachen, über die sie grundsätzlich Auskunft geben müssen, müssen sie der Presse Auskunft erteilen. Das ist so. Ja, das so. Außerdem kannst du dich davor schützen. Es gibt nämlich einen neuen Entwurf zum Polizeigesetz, dass wenn du irgendeine illegale Maßnahme filmst,
dass sie dort als Störer ein Bußgeldverfahren nennen. Also die Polizei möchte gerne einen Freibrief darauf, dass sie auf die Leute einprügeln dürfen, bestehlen, also Eheringe klauen, Ausweise klauen, Geld klauen und so weiter, und dass das niemand dokumentieren kann. Das ist das, was mit dem neuen Polizeigesetz, also regelrechte Plünderung machen. Und dann nicht belangt werden kann, weil du wieder keinen benennen kannst, sie können sich in Ordnung nicht ausweisen und die machen ein Willkür. Und das soll eben in verschärfter Form. Und dafür steht der Herr Mappels, der das so vorhat. Und der hat sich jetzt beschwert darüber, dass er von einigen böse Briefe gekriegt hat. So. Man muss sich mal überlegen, kennt er sein eigenes Polizeiaufgabengesetz nicht? Dort steht nämlich drin, was er zu machen hat und was er zu lassen hat. Und bei mir zum Beispiel ist er dafür verantwortlich, dass sie mir die Eheringe gestohlen haben, die Polizeier, weil sie sich halt bereichern wollten. Also die, nicht der Polizeier, der Gerichtsvollzieher. Ja? So, das ist Diebstahl. Das sowas darf nicht gestohlen werden. Das ist weder Pfändbar noch irgendwas anderes. Es ist egal, was für eine Forderung ist. Das ist völlig tabu. Auch anwaltliche Post haben die nicht anzufassen. Das hat die aber alles nicht interessiert. So, und jetzt mache ich ihn natürlich verantwortlich. Weil ich sage jetzt, ich habe jetzt seit dem Vorkommnis durch 17% Zinsen verlangen für die Schadensabwicklung. Ne? Weil Cent a Minute der ARD kostet so 600 D-Mark, 300 Euro. So, wir haben ja nur unsere Veranstaltung alle auf Kassetten mitgeschnitten, also wissen wir ungefähr eine C60-Kassette oder C90-Kassette, wie lange die läuft, wie viele Kassetten passen in so eine Umzugskiste. Ungefähr 15 Umzugskisten waren das mit Kassetten und Mitschnitten. Also kann man sich ausrechnen, was da für eine Summe zusammenkommt. Da sind wir weit über die 500.000 bis zu einer Million, sind wir da bestimmt unterwegs. So, und diesen Schaden will ich für die Organisation ersetzt haben. Je später die sich kümmern, desto besser wird es, weil ich kriege auf der Börse und nirgendwo sonst eine Geldanlage, wo ich meine 17% sicher habe. So, Manöverschäden und Flurschäden sind Besetzungskosten. Das ist ja dann gar nicht schlecht mit dem Presseausweis. Dann kann man nämlich weiter beibleiben und ist nicht unautorisiert und kann weiter filmen und auch aufnehmen. Ja, und ich muss mich jetzt überhaupt nicht mehr anstrengen. Ich lasse einfach die Zeit rum und sorge dafür, dass wir ein staatliches Recht kriegen. Und dann komme ich mit dem staatlichen Richter um die Ecke bei der Herr Frau Gerichtsvollzieherin und so, ich hätte gerne mal einen Amtsausweis gesehen. Sie haben doch da vor einiger Zeit mal so eine Zwangsmaßnahme gemacht. Wir hätten dann gerne mal eine Rechnung versenkt. So, und dann Haus weg, Boot weg. Sozialwohnung. Das ist dann die Nummer, die ich dann bringe. Und ich denke mal, dass der Geleitschutz des gesetzlichen Richters besser ausgestattet ist wie unsere lustigen Volkspolizisten. Ich denke mal, dass sie Kaschi mit haben. Und dass sie ein Strich, kein Strich anhaben. Okay. Gut, oder? Dann wünsche ich dir weiter ein gutes Gelingen. Ja, außerdem habe ich festgestellt, dass die Uniform der Volkspolizei und der NVA immer noch gültig ist. Haben wir rausgekriegt. Also wer bei eBay welche erstellen kann, das sollte man sich beiseite tun. Ah, okay, alles klar. Gültige Uniform. Ah. Ja, dann. Dann. Ciao, mach's gut. Jo, lustige Geschichten. Also sind eben immer mal die Flohmarktgänger, ne, die da regelmäßig also solches Zeug aufsammeln. Da erfährt man lustige Geschichten. Hallo? Ja, hallo, bist schon live auf Sendung. Ja, super, Felix, hallo aus Berlin. Ich habe noch eine Frage zu der Gemeinde und zu der Beantragung vom Personalstatus. Ich bin... wir wollen ja nicht beantragen, wir wollen ja loswerden. Ich bin hab den Hauptwohnsitz in Berlin. Bei welcher Gemeinde mache ich? Gibt's da... Ist das egal? Also, Berlin ist erstmal grundsätzlich eine selbstständige politische Einheit, da weder von der DDR noch von der BRD regiert werden. Deswegen habt ihr dort einen Bürgermeister, einen regierenden Bürgermeister. Im Prinzip guckt dort das Kaiserreich raus, allerdings mit einem Bürgermeister, der der Bundesrepublik und besatzerhörig ist. Das ist das Problem. Aber in der Regel hat in Berlin kaiserliches Recht zu wirken. Nun wissen wir natürlich, dass die Richter in Berlin und auch die Verwaltungsangestellten aufs Grundgesetz vereidigt sind. Die hätten eigentlich auf die kaiserliche Verfassung 1871 vereidigt werden müssen. Aber das ist eben nun mal aufgrund, dass der regierende Bürgermeister gerne Bundesrepublik in Berlin machen will, obwohl er das nicht darf, so eine Geschichte. Wenn ihr in Berlin euch auch mal einig wärt, dann würdet ihr mal einen richtigen Bürgermeister auf den Weg bringen, der seine Gesetze kennt und vor allen Dingen auch die kaiserliche Verfassung kennt, würde das der gesamte Leuten zu Eis erstarren und wir hätten dann wirklich mal wieder ordentlichen Staat. Also Berlin oder Preußen irgendwo aktiviert, führt genau zu dem Effekt.
So, aber du hast eben immer noch die Verwaltungen, die von der Bundesrepublik geübt sind und die stellen da eben nur fix aus. Also dieses Schreiben wurde vom Verwaltungsrat gesegnet und geweiht und deswegen ist es ohne Unterschrift gültig. So, solchen Schwachsinn schreiben die. Es gehört eine ordentliche Unterschrift drunter mit Vor- und Zunahme. Das ist ein Schreiben. Alles andere sind Werbeangebote. So, Bilanz aber ne. Entscheidend ist aber, wenn durch das Schreiben dir ein Schaden entsteht, dann kannst du den Schadenersatz geltend machen. Übrigens habe ich herausgefunden, dass die Reichsversicherungsordnung für Angestellte immer noch gültiges Gesetz ist. Kann man sich bei eBay oder irgendwelchen Antiquariaten beschaffen. Also da sollst du mal lesen, also, ist sehr interessant. Aber meine Vollauskunft kann ich in Berlin beantragen? Die Vollauskunft musst du im Meldeamt beantragen, passt aber auf, dass du keine Auskunft nach dem Meldegesetz kriegst, sondern nach dem Datenschutzgesetz. Und Berlin hat ein eigenes. Also soweit ich weiß, hat Berlin eigene Gesetze gemacht. Da gilt das Bundesrecht nicht. Also da kommst du mit dem Bundesdatenschutzgesetz nicht weit. Berlin hat ein eigenes Datenschutzgesetz. Ist noch da? Also ich mache es da, wo ich meinen Hauptwohnsitz habe. Ja, also in Berlin dein Hauptwohnsitz hast, musst du gucken, was in Berlin an Gesetz da gibt. Also da muss es ein Datenschutzgesetz geben von Berlin. So, und dort steht drin, welcher Paragraph du anziehen kannst, um rauszukriegen, wer dir die Staatsangehörigkeit Deutsch eingeschenkt hat. Das läuft ein bisschen anders wie hier. Also, ja, aber es war ja die Rede davon, dass es in den neuen Bundesländern oder in Bayern sogar bei ein paar Gemeinden klappt, wenn ich einfach meinen Hauptwohnsitz ummelde in diese Gemeinden. Würde das gehen? Ja, ist eine russische Lösung, sag ich mal. Wir müssten erstmal. Ja, ich würde mit dem Gekasper warten, bis wir eine Wahlkommission haben. Die Wahlkommission kann dir sofort eine Rechtsstellung ausstellen, sobald die Siegelrechte haben. Ja, und dann tust du dich in die Gemeinde ummelden, die die Wahlkommission hat. Musst du was weiß ich mit dem Mietvertrag über einen Quadratmeter machen und das ist auch erledigt. Also kein Fake machen, muss schon ein Mietvertrag. Nee, ich mache keinen Fake, ich bin ganz ehrlich. Ja, eine Dachkammer anmieten, was auch immer, und dann passt das. Ist ja nur für die also, Zeit. Drei Monate oder wie? In Berlin zu probieren, mit der Vollauskunft. Ich kann dir das nicht beantworten. Wenn du Hauptwohnsitz Berlin hast, gilt Berliner Datenschutzgesetz. Habe ich jetzt momentan nicht parat, müsste ich nachlesen. Aber kannst du es selber auch googeln. Ja, aber behalte im Hintergrund, Berlin guckt das Kaiserreich raus, was von der Bundesrepublik übergestülpt wurde. So, ja? Die müssten kaiserliches Recht machen, machen aber Bundesrecht, obwohl sie es nicht dürfen. Weil für Mächteabkommen untersagt und vor allen Dingen Besatzervorbehalte sagen eindeutig, auch nach der Wiedervereinigung, Berlin darf nicht von der Bundesrepublik regiert werden. Ja, mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Tut mir leid. Hast du noch was? Na gut, dann lege ich auf. Ja, also ach so. Ja. Du musst kann einfach ich dich auch in der Gemeinde machen, wo ich nicht meinen Hauptwohnsitz habe. Du musst es versuchen. Du musst einfach dort dich in die Gesetze einlesen. Du hast in jedem Bundesland hast du Gesetze und dort sind auch Landesdatenschutzgesetze. Da musst du gucken, wo deine Auskunftsrechte niedergeschrieben sind. Und wenn die dort nicht drin steht, gilt das Auskunftsrecht nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Ja, wenn das Landesrecht nicht vom Bundesrecht abweicht, gilt das Bundesrecht. Okay? Okay. Ja, ich muss noch mal Schluss machen, weil sonst die Leute beschweren sich sonst dann. Ne? Okay. Tschüss. Alles klar, danke, tschüss. Ja. Ja, also kurze Durchgänge. Wenn ihr nichts einfällt mehr, dann einfach mal auflegen. Wir wollen ja eine kurzweilige Sendung machen. Wie liegen wir dann in der Zeit? 1944. Ja, gut. Ich würde sagen, wenn es jetzt noch große Fragen gibt, machen wir die noch. Ja, genau. Also wie auch hier Ludwig Ferdinand sagte, kümmer dich, googeln und dann einfach eingeben, was man braucht. So, habt ihr noch Fragen? Ansonsten würde ich nämlich dann Reisevorbereitung treffen wollen. Und wir sehen uns dann am 28. dann mit PowerPoint-Folien. Dann werde ich oben PowerPoint-Folie ranwerfen und da gehen wir die Folien durch.
am Wochenende entstehen. Geht. Wie gesagt, ich habe heute dadurch, dass wir Ausfälle hatten an unserem Netzwerk, einen halben Tag kein Internet, heute ein bisschen Schwierigkeiten gehabt zu starten. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich habe mal noch einen kleinen Nachtrag, wollte ich unbedingt noch anbringen. Wenn ihr bei eBay seid, schalt mal in die Kamera, gibt es eine lustige CD, warte mal. Na gut, nehmen wir den Anrufer noch. Ja, kaiserrundfunk.com, Live-Sendung. Ja, hier ist der Leben, Eckert. Ja, Krise, was gibt's? Der Max von Baden, der war doch, bevor der Kaiser abgehauen ist, auch schon Kanzler. Nee, der hat sich selber ermächtigt, der ist nicht vom Kaiser eingesetzt worden. Ich habe da was gelesen, dass er im September 1908 Kanzler gewesen wäre. Nee. Max von Baden ist durch den Soldatenrat eingesetzt worden. Der Soldatenrat unterstand der SPD. Der SPD hat den Kaiser geputscht. Also es gibt am 18.10. ein Erpresserschreiben, was vom Soldatenrat aufgesetzt worden ist. Und dort steht drin, dass sich der Kaiser vom Acker machen soll, sonst fängt er sich eine Böhne ein. Und das ist ganz klar keine ordentliche Übergabe. Kanzler, wo der Kaiser abgehauen ist? Niemand mehr. Das ist ja das Problem. Mitten 27.10.1918 war Schluss. Und was uns der Freistaat erzählt, ja, Freistaat Bösen, der Freistaat müsste reorganisiert werden, das ist alles nur, das haben die Putschregierung gemacht. Die Putschregierung hat aber keine staatliche Legitimation. Das ist einfach nur, ja, das ist wie die Mafia halt. Ja, die überfallen den Staat und plündern den aus. Und erzählen uns, dass wir souverän sind und eine Rente beziehen oder eine Sozialleistung, die haben wir alle noch nicht gesehen. Denn das, was wir kriegen, ist alles nur Almosen. Das hat nichts mit Staat zu tun. Aber der Kanzler wäre der oberste Verweser in Deutschland. War, wenn er noch am Leben wäre, wäre er der oberste Verweser. Aber man muss ja sehen, wie es damals war. Damals war, hatte Preußen die Verwaltungshoheit über die Gebietskörperschaften, weil sie Zugriff hatten aufs Kataster, was in der Wilhelmstraße lag. So, und da gab es eine Personalunion zwischen König von Preußen und der gleichzeitig Kaiser Wilhelm genannt wurde. Aber das war nur seine Amtsbezeichnung. Weil eine richtige Krönung hat er wohl nicht erlebt. Ich habe mich da auch erst mal belesen. Also man hat ihm den Titel Kaiser Wilhelm zuerkannt, weil alle ringsherum hatten ordentliche Kaiser, bloß Deutschland hatte eben keinen. Das war die Argumentation. Wie gesagt, ich müsste es nochmal genau prüfen, aber es ist wohl so, dass er König von Preußen war und insofern dann Verweser des Bundesstaates Preußen. So. Und dort wurde das Kataster verwaltet, das war auch das größte, flächengrößte Land. Und die Staatsangehörigkeit kam aber von jedem einzelnen Bundesstaat selbst. So, da hatte der Kaiser nichts mit zu tun. Und er war aber derjenige, der sozusagen aufgrund des Vorschlagsrechts gewählt wurde. Aber er war meiner Ansicht nach nicht direkt vom Volk gewählt worden, sondern eben auch von den Bundesstaaten sozusagen eingehoben worden. Und damit wir ordentlich in die Rechte reinkommen, müssen wir einen direkten Volksentscheid machen. Das geht leider nicht anders, weil auch damals hat sich das Staatswesen eben auch erstmal entwickelt. Die haben ja was gemacht, was in keinem anderen Land der Welt schon einmal getestet worden sind. Und Deutschland war zu derzeitiger Sache absolute Nummer 1. Die sind aus der absoluten Kleinstaaterei gekommen und haben durch Bismarcks Wirken sozusagen die Gebiete flächenmäßig geordnet und Landvögte eingesetzt, was auch immer, sodass es eine ordentliche Verwaltungsstruktur kann. Und der letzte Schritt, sozusagen die Bundesstaaten unter eine große kaiserliche Staatsangehörigkeit zu stellen, das hat man eben durch den Ersten Weltkrieg nicht mehr erlebt. So, das ist das, wo es weggebrochen war. So, und das ist die Aufgabe, die unsere Generation hat, wenn es dann endlich mal einen Verweser gibt, sodass man ordentlich mal ja, den Staatsaufbau zu Ende bringen kann. Das ist ein wie bei Luther, da hat eine Reformation angefangen, ist bei 50% stehen geblieben und nun haben wir den Dreck. So, und genauso ist es im Staatswesen. Überall das Gleiche. Ja, da liegt ja noch viel Arbeit vor uns. Ich denke auch, ne? Gut. Hast du sonst noch eine Frage? Eine Sache noch. Ich hätte mit dir vorige Woche schon zweimal privat telefoniert. Hm? Ich bin erfädnet. Ja. Aber du bist das Wochenende ja in Ebern, wie ich es heute erfahren habe. Ja. Da will ich es nur noch mal aufwärmen. Ich hätte dir auch eine E-Mail mal auf ukn@darmstadt gesendet. Ja, das ist ja der Webmaster Service. Ja, kommt dann auch an bei mir, ist aber nicht die direkte Kommunikation, weil das der dienstliche Mail ist. Und ich habe nicht gerne Reichsmails auf meinem dienstlichen. Ich habe deine private Nummer. Deswegen gibt es die Feedback-Adresse. Vielleicht auch hier mal einen Stammtisch organisieren in unserer Ecke.
Ja, genau. Also für den offiziellen Kontakt feedback@jonacast.com, da können die ganzen... Habe ich aber auch schon E-Mails geschrieben. Habe ich ja, das dauert, weil wir momentan noch bauen. Wir sind noch nicht mit den Bautätigkeiten durch. Den Umbau nehme ich auch Rücksicht. Aber ich würde gerne mal irgendwo mal was Dingfestes machen wollen. Hm. Ja, wie gesagt, wir werden in den nächsten 3-4 Wochen das Büro dann vorne fertig haben und dann haben wir wieder ordentliche E-Mail-Bearbeitung. Ich aber könnte noch mal zu Besuch kommen, dass wie viel Zeit... Aber ja, da müssen wir außerhalb der Sendung mal einen Termin machen. Nee, jetzt. Ja, ja, gut. Okay, okay. Alles klar. Danke für heute. Gut. Weil, wie gesagt, ich habe heute noch eine größere Fahrt vor mir. Ja, ja. Hm, gut, okay. Danke, tschüss. Ja, mach's gut, tschüss. Jo, gut, also nochmal zu dieser Sache. Mal sehen, haben wir noch Zeit? Ja, bitte was. Also, ich habe bei eBay eine DVD erstanden. Ich halte sie mal in die Kamera rein. Na, jetzt ist wieder schlechtes Licht. Machen wir es hier. Also, nennt sich Latin Dance Workout. Ihr wisst ja, wenn man wissen will, wo einer her ist, braucht man immer sie bloß ins Gesicht gucken. Wenn die Mundwinkel nach unten hängt, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Deutscher. Und man hat uns also irgendwie mal so eine Demutshaltung anerzogen. Da gab es da so ein paar Vorkommnisse, die uns da erzählt werden. Ich war da nicht dabei, weil ich bin 64 geboren und das war ein bisschen vorneweg. Aber diese negative Stimmung, die drückt ja bis aufs Volk durch. Und ich habe für mich entschieden, dass ich das nicht brauche. Und eine gute Möglichkeit, um ein bisschen einen heiteren Lebensstil zu haben, und wir sagen, dann sollen sich die Politiker mit dem Problem befassen, weil ich bin eine Generation, die hat damit nichts zu tun. Kann ich euch nur empfehlen, zieht euch mal solche Latin Dance DVDs rein, macht mit eurer Frau mal ein bisschen Tanzkurse, bisschen weg vom BAD-Alter. Einfach, ist einfach nur gut. Ich will mal sehen, die eine oder andere werde ich mal testen und wir werden dann mal in 14 Tagen etwa eine Rundfunksendung machen, wo es nur Musik gibt, also hier über ein Webradio dann eine Sendung mache. Da können wir keine Politik machen, ist nun mal bei dem Radio so die Regel, sondern wir machen ordentliche Partymusik und eventuell werden wir schon mal das eine oder andere zeigen, was auf der DVD ist. Das nur als Vorankündigung. Wenn das soweit ist, also die Sendesoftware alles eingerichtet ist, werden wir dann bei Facebook das rumschreiben und auch die Ankündigung und dann haben wir zweimal 2 Stunden in der Woche, wo wir ja, Musikwünsche erfüllen, ganz normal, sodass ich auch mal ein bisschen ja, klassische Rundfunkarbeit übe. Ja, das hat also mehrere Aspekte. So, das wollte ich euch noch mitteilen. Ansonsten würde ich mich jetzt langsam vorbereiten, weil ich werde dann abgeholt und dann geht's los. Ja. Muss also die Woche noch ein bisschen was machen an der A11. Wir wollen noch Folien machen. Wir wollen von Beamer was vorbereiten, sodass wir auch mal bei den Vorträgen einen Beamer mit haben und dort Folien zeigen können. Die Leute sich die Folien runterladen können. Also wir sind jetzt sozusagen im nächsten Schritt. Wir hatten letzte Woche größere Spendeneingänge, dass die Leute uns ermöglicht haben, dass wir unsere Rechentechnik modernisieren. Wir haben also jetzt für das Sekretariat einen Rechner zur Verfügung, wo wir Windows und Linux haben, sodass wir also auch Web-Applikationen entwickeln können, die wir brauchen, um die Verwässerwahl zu verwalten. Das ist also das, was jetzt demnächst losgeht. Ja, geht. So, also, vorbereitet ist alles. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Wir sehen uns dann am 28.06.2016 wieder. Dann zur gewohnten Zeit 19 bis 21 Uhr. Ich hoffe mal, dass wir dann wieder mit der klassischen Technik arbeiten können. Hier auch der ein bisschen den Tisch beräumen, die Reparaturen dann soweit auch fertig sind. Und dann hoffe ich mal, dass wir eine schöne Sendung machen können. Ne? Dann tschüss erstmal und bis dann nächste Woche.